Ja, meine Lieben, und willkommen auf meinem leckeren Kanal. Genau heute, vor einem Jahr, da habe ich mit YouTube angefangen. Und seitdem ist wirklich eine Menge passiert. Ich bin unglaublich dankbar für das alles, für die vielen Menschen, die ich durch YouTube kennenlernen durfte, für die, die mich immer unterstützt haben und vor allem auch für die netten Kommentare, die ihr immer schreibt. Das versüßt mir immer den Tag und gibt mir auch Kraft, weiterzumachen. Und da ich heute ja ein Jahr alt geworden bin, gibt es natürlich auch ein Kuchenrezept. Wir backen heute zusammen einen Avocado-Schokokuchen. Der geht wirklich sehr einfach, ist super lecker und außerdem für die, die drauf achten, er ist vegan, glutenfrei und auch zuckerfrei. Viel Spaß beim Video! Für den Kuchenboden brauchen wir 150 Gramm Medjool-Dattel, die ich zuerst entkerne. Ich finde Medjool-Dattel am besten dafür geeignet, weil die so richtig süß, fleischig und klebrig sind. Aber ihr könnt natürlich auch normale Dattel dafür nehmen. Dann benötigen wir noch 60 Gramm Nüsse. Da könnt ihr eure Lieblingsnussmischung selber zusammenstellen. Ich habe hier zum Beispiel Pekannüsse, Haselnüsse, Cashewkerne und Mandeln. Dazu dann noch 50 Gramm Kokosraspel. Anschließend alle Zutaten in den Mixer schmeißen und durchmixen. Das geben wir in die Kuchenspringform rein, die ich schon mit Backpapier belegt habe. Dann mit einem Löffel fest auf den Boden drücken. Ich habe eine Mini-Springform genommen, die hier hat nur 16 cm Durchmesser. So einfach ist der Kuchenboden auch schon fertig. Für die Avocado-Schokocreme brauchen wir 3 reife Avocado und den Kern könnt ihr so ganz einfach mit einem Messer entfernen. Das Avocado-Fleisch löffelt ihr raus und gebt alles in den Mixer. Dazu kommt 70 Gramm Kakaopulver, 200 ml zerlassenes Kokosöl und 150 ml Agavendicksaft. Als i-Tüpfelchen tue ich noch eine Bourbon-Vanilleschote rein. Alternativ dazu könnt ihr auch Vanillesirup nehmen oder einfach weglassen. Das Ganze wieder gut durchmixen. Wenn es am Anfang ein bisschen schwieriger geht, dann könnt ihr mit einem Stab nachhelfen und ein bisschen umrühren. Das Endergebnis sollte eine homogene Creme sein. Diese Masse könnt ihr dann auf den Kuchenboden verteilen und gleichmäßig glatt streichen. Nun kommt es für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Nach 2 Stunden hat die Creme schon eine feste Konsistenz bekommen. Noch etwas Kokosraspel darüber streuen und den Kuchen vorsichtig mit einem Messer von der Springform lösen. Den Außenring öffnen und abnehmen. Et voilà! Der Avocado-Schokokuchen kann serviert werden. Sieht der nicht lecker aus? Mmh, yum yum! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao!